Es ist Donnerstag, ein neuer Tag bei Finance TV. Unser Studiogast heute, Stefan Sturm, CFO von Fresenius. Sie haben gestern Quartalszahlen vorgelegt. Vorher ist auch schon eine ganze Menge passiert bei Ihnen. Vor kurzem große Akquisition im Klinikbereich, die Klinikkette Damp. Ihre Tochter Medical Care hat dieses Jahr schon für über 2 Milliarden Euro zugekauft. Und trotzdem haben Sie angekündigt gestern, dass Sie den Leverage unter 3x EBITDA halten wollen. Ist das überhaupt erreichbar bei dieser strammen Akquisitionspolitik? Wir sind da sehr zuversichtlich. Es ist aber umgekehrt auch kein ganz strenges Dogma. Die 2,5 bis 3, die wir uns als Zielkorridor vorgegeben haben, das ist aus unserer Sicht der Zielkorridor, bei dem wir unsere gewichteten Kapitalkosten minimieren. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch mal vorübergehend über- oder unterschießen kann. Es ist noch ein wenig früh, um konkrete Aussagen für 2012 zu machen. Wir müssen wirklich unsere Budgets noch vollständig durchleuchten und dann auch verabschieden. Aber von dem, was ich bisher gesehen habe, bin ich doch sehr zuversichtlich, dass wir bei allen Transaktionen, die wir bis jetzt angekündigt haben und die wir auch ausschließlich aus dem Cashflow bzw. mit Fremdkapital finanzieren wollen, dennoch nicht nur in diesem, sondern auch im nächsten Jahr unter 3,0 bleiben werden. Aber es ist ja Kern Ihrer Strategie, dass Sie immer wieder Akquisitionen machen, die auch hauptsächlich fremd finanzieren. Sie sagen selbst, ein Investment-Grade-Rating ist gar nicht auf Ihrer Prioritätenliste. Ist das in diesem aktuellen Umfeld nicht ein bisschen riskant? Ich glaube nicht. Und ich glaube, gerade vor kurzem hat die Fresenius Medical Care auch bewiesen, dass sie trotz einiger Marktturbulenzen nicht nur einen Zugang zum Fremdkapitalmarkt hat, als eines der ganz wenigen Unternehmen unterhalb Investment Grade, sondern auch in diesen Märkten noch sehr attraktive Konditionen realisieren kann. Wir fahren in der Tat eine zweigleisige Strategie. Wir wollen organisches Wachstum und wir sehen eine ganze Menge organischer Wachstumsmöglichkeiten verknüpfen mit Akquisitionen. Da gehen uns die Ideen, da gehen uns die Ziele auch nicht aus. Wie gesagt, die 2,5 bis 3 ist ein selbstgewählter Zielkorridor, bei dem wir, und das schaue ich mir mehrfach im Quartal an, eben vor dem Hintergrund von Marktbedingungen doch nachhaltig, wie ich meine, unsere Kapitalkosten minimieren. Was aber Ihnen noch dazu kommt, Sie haben einen doppelten Hebel. Sie haben es ja schon angesprochen, Fresenius ungefähr mit 2,5 bis 3 Mal geleveraged. Sie wiederum investieren in eine Tochtergesellschaft wie FMC, ebenfalls im DAX notiert, die mit einem ähnlichen Leverage unterwegs ist. Ist das nicht ein doppeltes Risiko, also wo Sie vielleicht doppelt anfällig wären? Ich sehe es genau umgekehrt. Ganz im Gegenteil. Solange wir in der Gruppe, und wir konsolidieren die Fresenius Medical Care ja, bei 2,5 bis 3 bleiben, dann ist das potenzielle Risiko aus dem Leverage eben auf eine noch breitere Basis verteilt. In der Vergangenheit war es so, dass die beiden Leverage-Faktoren für Fresenius Medical Care und für den Rest der Gruppe nicht unbedingt synchron gelaufen sind. Und wenn gerade wir mal zurückdenken, Jahresende 2008, da hatten wir bei Kabi gerade die größte Akquisition der Unternehmenshistorie gemacht. Das war dann eben umgekehrt ein Zeitpunkt, bei dem die Fresenius Medical Care relativ weit runtergefahren war. Ja. Sogar leicht unter dem Zielkorridor von 2,5 bis 3. Inzwischen haben wir im Rest der Gruppe eine so starke Entschuldung vorgenommen, ja, dass es durchaus möglich ist, dass die Fresenius Medical Care jetzt im Sommer ihre großen Akquisitionen ankündigt und dann auch fremdfinanziert, ohne dass wir in der Gruppe konsolidiert aus diesem Zielkorridor ausbrechen. Das heißt, Sie koordinieren sich mit Ihrem Kollegen bei der Medical Care, wenn die jetzt eine große Akquisition gemacht haben und der Leverage zum Beispiel auf Gruppenebene, wie jetzt Anfang 2009, Ende 2008 auf weit über 3 geht, dass sich der jeweils andere dann ein bisschen zurückhält? So wie Sie das erwarten würden, ja. Okay. Was ja auch Ihre gestrigen Zahlen gezeigt haben, Sie haben ein extrem konjunkturresistentes Geschäftsmodell immer noch. Wachstum hat sich zwar ein bisschen verlangsamt, aber immer noch mit 5% unterwegs nach vorne, Marge auf Rekordniveau. Wie lange können Sie denn noch so unabhängig von der Konjunktur Ihr Geschäft ausweiten? Ich sehe auch nachhaltig keinen konjunkturellen Einfluss auf unser Geschäft. Den Ausblick, den wir für dieses Jahr gegeben haben, der sieht ein Wachstum währungsbereinigt von ungefähr 6% vor. Ja, das ist möglicherweise ein klein wenig niedriger als in den Vorjahren. Wir dürfen nicht vergessen, dass beim größten Geschäft bei Fresenius Medical Care wir eine erhebliche regulatorische Änderung hatten, wo der Kostenerstattungssatz erstmal von oben um gut 3% reduziert wurde. Das muss sich ganz einfach in unseren Wachstumszahlen
niederschlagen. Ab dem nächsten Jahr, wenn wir diesen Basiseffekt nicht mehr haben, gehe ich fest davon aus, dass wir wieder auf den alten Wachstumspfad zurückkehren werden. Und der sieht einfach Wachstumsraten vor, die noch ein wenig höher sind. Macht Ihnen die Verfassung der Staaten auf finanzieller Sicht gar keine Sorgen? Denn wenn die sparen müssen, dann werden irgendwann noch die Gesundheitsbudgets angepackt werden. Und das wird doch eigentlich die Fresenius an vielen Enden treffen müssen. Ich glaube, wir müssen zwischen zwei Dingen unterscheiden. Das ist zum einen der Einfluss aufs tatsächliche laufende operative Geschäft in Form von Kostenerstattungen und Preisen. Es ist andererseits der Einfluss, und das haben wir, da haben wir tatsächlich in der Tat einen Einfluss zurzeit, das ist der Einfluss auf Forderungsreichweiten und inwieweit es uns möglich ist, hier wirklich auch Cash zu generieren für die Umsätze, die wir erzielen. Beim ersten bin ich unverändert sehr positiv gestimmt. Ich gehe nicht so weit, dass Kosteneinsparungsmaßnahmen notwendigerweise einen positiven Effekt für uns haben. Soweit will ich gar nicht gehen, auch wenn man das argumentieren könnte. Aber zumindest keinen materiell negativen. Sie müssen das so sehen, dass zunächst mal die Dialyse eine unverzichtbare Dienstleistung ist. Da können Sie nichts dran sparen. Die Industriestruktur ist in vielen Ländern so, dass hier kleine, unabhängige Anbieter von vornherein Schwierigkeiten haben, überhaupt eine nennenswerte Gewinnmarge zu erzielen. Es ist zweitens bei unserer Kabi so, dass wir hier einer der großen Anbieter von Generika sind. Viele Sparanstrengungen durch Gesundheitsministerien sind gerade darauf gerichtet, Nachahmermedikamente noch stärker zu forcieren. Das heißt, zumindest mal für den Mengeneffekt kommt uns das sogar entgegen. Und drittens, es ist jetzt gerade vor kurzem bekannt gegeben worden, dass Preiserhöhungen bei der deutschen Krankenhauskostenerstattung auch für das nächste Jahr wieder zwischen 1 und 1,5% positiv sein werden. Von daher, das deckt sich mit den Maßnahmen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Kurz zum zweiten Effekt. Da ist es in der Tat so, dass wir in den Ländern Südeuropas, die derzeit in aller Munde sind, zwar einige Umsätze erzielt haben in der Vergangenheit, aber deutlich weniger an Cash generieren konnten. Im Klartext, wir haben da einige fällige und überfällige Forderungen. Griechenland ist notorisch in der Beziehung, da verrate ich Ihnen auch kein Geheimnis. Wir haben von der griechischen Regierung im Gegenzug für unsere Forderungen Zero Bonds mit gestaffelter Laufzeit erhalten. Ein Großteil davon haben wir verkauft, den Rest haben wir abgeschrieben. Das ist, würde ich mal sagen, heimlich, still und leise durch unsere Gewinn- und Verlustrechnung bereits abgearbeitet worden. Das heißt, ob es da jetzt zum Schuldenschnitt kommt oder nicht, Ergebnisauswirkungen in unserer Gewinn- und Verlustrechnung sehe ich da erstmal nicht. Ich habe für Sie natürlich auch noch die drei Finanzierfrau-Fragen mit der Bitte, mit Ja oder Nein zu beantworten. Die erste Frage, Fresenius wird in den nächsten Jahren wachsen, egal wie sich die Weltwirtschaft entwickelt. Richtig? Ja. Nächste Frage. Es läuft gerade die Akquisition des Klinikbetreibers Damp. Haben Sie noch andere große Zukunftsprojekte in Ihrer M&A-Pipeline? Größere? Nein. Und die letzte Frage. Wir haben über das Thema Verschuldung, Leverage Ratio gesprochen. Würden Sie beim richtig guten Target auch mal über die 4x EBITDA Leverage hinausgehen? Ungern. Ungern, okay. Aber man lässt sich alle Optionen offen, ja, muss ja auch sein. Vielen Dank, Stefan Sturm, für diese offenen Antworten. Das war's für heute bei Finance TV. Morgen gibt's hier wieder Tut nichts zur Sache. Da sind Sie wieder herzlich eingeladen, mitzuschauen. Bis dahin, vielen Dank und bis morgen.